Hallo meine Lieben nach Deutschland. Ich begrüße recht herzlich hier von Taber Heights eine wunderschöne Anlage im Süden vom Sinai. Ja, wir sind wirklich froh, dass wir diese Ecke aus Ägypten auch wieder anbieten können. Und ich begleite ja Maren Gilzer, unser Promi, in ihrem Urlaub. Und wir müssen ihr natürlich schon ein bisschen was bieten, ja? Und dementsprechend, was macht sie? Sie kennt noch mehr. Wir üben heute Quadfahren. Komm doch noch ein bisschen vor zu mir. Kannst du noch ein Stück fahren? Ja, eventuell. Okay, komm mal her. Und? Hallo. Wie fühlt es sich an? Naja, noch ein bisschen unsicher, aber ich muss noch ein bisschen üben, aber es geht schon. Oder hast du dich sicher gefühlt, Schatz? Sie fährt super. Ja, ja. Was soll ich sagen? Muss er jetzt sagen, es gibt sonst Taue. Also, wir hatten uns ja angedacht, die Berge zu erklimmen. Hier im Siehst du, den Fachmann haben wir dabei. Hier im Sinai ist ja wirklich die Besonderheit, dass wir Meer und Berge wirklich ganz knapp nebeneinander haben. Und diese Berge, die Canyons, werden hier befahren. Ja. Warst du schon mal in Canyons drin? Ich war noch nie in Canyons. Ich wollte mal schon mal einen Canyon in Amerika mir angucken, aber dann war das Wetter zu schlecht. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es ganz, ganz tolle Gruppentours gibt hier mit diesen Squads und dass man anschließend in einem Beduinenzelt eingeladen wird zu einem schönen Tee und richtig historisch, wie es früher schon die Beduinen gemacht haben, das erleben kann, dieses Wüstenerlebnis erleben kann. Das macht natürlich richtig Spaß. Ja. Genau. Also du merkst schon, hier gibt es viele Alternativen, denn ursprünglich war der Plan, dass wir heute schnorcheln gehen. Ja, aber die Wellen, sie sind so hoch und da man hier auch auf Sicherheit bedacht ist, auch auf Sicherheit der Touristen, ist jetzt hier ein rotes Fahnchen. Das heißt, wir dürfen nicht ins Wasser. Nein. Aber vielleicht morgen. Ja, genau. Also natürlich prädestiniert hier Sonne. Wir haben immer Sonne. Du bist ja zum ersten Mal hier, Harry. Ja. Hättest du das gedacht, dass wir Anfang Dezember hier so ein tolles Wetter haben? Nein, überhaupt nicht. Also, aber ich habe das gegoogelt und sind bei 30 Grad und pur. Also überhaupt keine Wolke, nichts. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Wetterbeständigkeit hier, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Ja. Und für dieses tolle Klima, ist es da sehr schlimm, dass wir 3 Stunden anfahren mussten? Oder kann man das dann mit verkraften? Ich muss sagen, ich war ein Fuerteventura-Fan, aber man fliegt ja auch 4 Stunden nach Fuerteventura plus 2-3 Stunden Transfer, also das darf man nicht unterschätzen. Und die Busse halten ja auch in jedem Hotel. Insofern, und hier wird man sozusagen direkt nach Sharm el-Sheikh geflogen und direkt hierher gefahren. Also man tatsächlich Netto-Transferzeit die gleiche und das Klima, wirklich 30 Grad, kommt hier auch den Malediven gleich. Und wer gern surft und Wassersport betreibt, kann ich nur empfehlen. Und außerdem finde ich das auch ganz toll, dass es hier immer so ein Wind ist. Darum spürt man die Hitze gar nicht so. Ja. Man hält es hier sehr gut aus, selbst mit etwas längeren Ärmeln. Das ist wirklich toll hier. Da hast du vollkommen recht, aber das birgt auch eine Gefahr, die Sonnenbrandgefahr. Oh. Denn durch diesen Wind glaubt man immer, es ist ja gar nicht so heiß und du wirst es merken. Auf einmal merkt man am Abend, ich bin rot. Aber da gibt es einen guten Trick dagegen. Da gehst du ins Hammam, denn die haben eine ganz bestimmte Paste tatsächlich aus Kamelmilch und der zieht den Sonnenbrand raus. Oh. So, und jetzt sage ich, wir werden mal heute Nachmittag die Berge erklimmen. Ja. Und hoffentlich habt ihr Geschmack dran gefunden. Tschüss. Tschüss. Ach ja, jetzt macht man wieder an. Ja, jetzt machen wir wieder an.